Es ist ein emotionaler Anlass, der die Vertreter zahlreicher Königshäuser in Luxemburg zusammenfinden lässt. Sie alle sind gekommen, um Altgroßherzog Jean von Luxemburg die letzte Ehre zu erweisen. Der beliebte frühere Großherzog ist am 23. April 2019 im Alter von 98 Jahren verstorben. In der Kathedrale in Luxemburg wird der verstorbene Ex-Monarch nun mit einer großen Zeremonie beigesetzt. Unter den trauernden Gästen finden sich unter anderem die Königshäuser aus Schweden, Belgien, den Niederlanden, Norwegen, Dänemark und Spanien ein. Unter ihnen auch Altbundespräsident Joachim Gauck. Sie alle sind von Trauer gezeichnet. Das Staatsbegräbnis beginnt mit einem Trauerzug der großherzoglichen Familie vom Palast in die Kathedrale. Großherzog Henri von Luxemburg und Ehefrau Maria Theresa ist die Trauer über den Verlust deutlich anzusehen. Doch auch die royalen Gäste können ihre Emotionen nicht verbergen. Königin Margrethe von Dänemark wirkt sichtlich betroffen. Auch König Harald und Königin Sonja von Norwegen fällt dieser Gang durchaus schwer. Von Spanien angereist sind Ex-König Juan Carlos und Ehefrau Sophia. Der jüngste Gast an diesem Tag ist Elisabeth von Belgien. An der Seite ihrer Eltern, König Philippe und Königin Mathilde, reiht sich die 17-Jährige unter den Trauernden ein. Auch Fürst Albert von Monaco ist gekommen, um Altherzog Jean die letzte Ehre zu erweisen. Allerdings ohne seine Frau Charlène. Bewegende Szenen der Trauergemeinde, die zeigen, dass Jean von Luxemburg nicht nur für sein Land bedeutend war, sondern auch über die Grenzen hinaus.